Ja, ich nehme mal wieder Animal Crossing Wild World auf und wir schauen einfach mal, was wir in diesem Part machen und jo. Jetzt hat er erstmal fertig geladen und jetzt gehen wir erstmal nach draußen und wir haben Post bekommen. Und es wird langsam dunkel, wie man da im Hintergrund schon sehen kann. Wir haben Post bekommen von... Ach, von der Akademie. Okay. Erstmal möchte ich einer Person danken, die hier echt gerne Animal Crossing guckt. Deswegen mach ich einfach mal einen neuen Part, damit du vielleicht wieder Freude dran hast und du fühlst dich jetzt bestimmt angesprochen. Ich weiß den Namen jetzt leider nicht. Ich müsste nochmal gucken. Das habe ich ja, hab ich auch keinen Bock, weil ich jetzt zu voll bin. vielen Dank an dich und wir graben jetzt erstmal dieses Sternchen aus. Oh, wir haben zum ersten Mal so ein komisches Musikinstrument erhalten. Ich will euch das auch mal zeigen. Die kann man für ein bisschen Geld vertickern. Und die kann man auch ins Haus aufstellen. Die machen irgendwelche komischen Geräusche. Das ist immer ganz cool. Viel Geld haben wir eigentlich? Wir haben doch letztes Mal alles eigentlich abgegeben und... Ja, okay, haben wir alles abgegeben. Wir haben nur noch 300, fast 400. Schade. Kann ich mir nichts leisten. Armer Schlucker, ey. Wie man sieht, es ist immer noch überall Schnee. Ist ja gerade Winter, wenn man das jetzt im Sommer, was weiß ich, in 2 Jahren sieht, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr so sein, aber im Moment ist es hier Winter. Das ist gerade ein Fisch, das kann doch niemals ein Fisch gewesen sein. Doch, das war tatsächlich ein Fisch, aber der ist viel zu klein und viel zu weit entfernt. Deswegen hole ich mir den einfach mal nicht. Wenn man Pech hat, kann man sich auch schöne Schuhe und Müll angeln. Und den... Cool, geil. Nice, ja. Wir haben ja im letzten Part einen Apfel bekommen von unserer Mumie. Und der ist jetzt gewachsen, tatsächlich. Tatsache, der ist gewachsen und der ist auch nicht eingegangen. Das freut mich. Das freut mich sehr, das ist richtig schön. Den werden wir jetzt hier einsammeln, die ganzen Früchte. Und ich würde sagen, wir pflanzen mir gleich nochmal 3 neue hin. Und irgendwann haben wir richtig schön viele von diesen Bäumen. Müssen wir bloß gucken, wo die wachsen können. Hier hinter. Erstmal einen hinmachen. Upsala. Drop in ground. Ey, du sollst doch nicht das daneben werfen. Buri? Alles klar, was auch das immer heißen mag. Machen wir einfach mal Buri. So. Noch ein Apfel. Dahinter vielleicht noch ein Apfelbaum. Hier so. Auf jeden Fall noch genügend Platz. Buri. Hey, da oben fliegt ein Postbote, den hätten wir jetzt abschießen können hier oben. Den seht ihr jetzt gerade nicht. Aber fliegt ein Postbote lang. Ich zeige euch den eben, wenn das geht. Da oben ist er, hier. Da muss ich das natürlich wieder hier richtig hinsetzen. Sorry, falls jetzt irgendwelche Ränder da sind. Aber jetzt habt ihr den gesehen. Joa. Wenn nicht, schneide ich die Ränder irgendwie weg. Ist ja kein Ding eigentlich.
So, ich würde sagen, wir gehen erstmal in unser Haus. Dann tue ich da mal das Ding aufstellen, zeigen und gucken, was das für ein Ding ist. Dann werde ich es gleich verkaufen oder behalten. Dann gehen wir zum Nock-Schneiderladen. Und dann mal gucken. Und ja, genau, unser cooles Haus. Extrem geil. Mal hier die Kerze anzünden. Und jetzt will ich einfach mal gucken, was das für ein Ding ist. Also das verkaufe ich bestimmt nicht. Das behalte ich bestimmt nicht. Das ist ja pervers, das kann man da nicht zumuten, ey. Das ist ja. Wie willst du denn da schlafen? Stell dir das mal vor, du schläfst und neben dir ist ein komisches Schweineding, was die ganze Zeit macht. Du kannst doch niemals einschlafen. Ih, ist das eklig. Schnell verkaufen. Und eine Luigi-Mütze, cool. Die kaufe ich mir aber jetzt nicht. Ich behalte lieber meine coole Perücke auf. Thanks, but no, das will ich jetzt hier nicht haben. Lalala. Wir sollten mal ein bisschen Kohle in irgendeinem Part zusammenholen, aber irgendwie habe ich gerade keinen Bock. Ich glaube, das machen wir hier noch. Bisschen Kohle ranfarmen, ne? Wir noch ein bisschen Zeit. Er hat Weihnachtsbäume zu verkaufen. Jetzt, wo es ja schon bald Weihnachten ist, hat auch Weihnachtsbäume zu verkaufen, aber die will ich nicht haben und ein Surfbrett. Keine neuen Werkzeuge. Schade. Nichts Vernünftiges hat hier zu verkaufen. Diesen Blue Gilda oder was auch immer, oder Pill oder was auch immer, wie der heißen mag. Was, nur 900? Sonst verkaufen die Dinger sich doch immer, also diese komischen Statuen, die Geräusche machen, verkaufen sich dann immer für 2-3k. Boah, ist das. Ey. So wenig habe ich ja noch nie bekommen für so ein Ding. Das ist schon merkwürdig. Aber nein, was soll's. Kann man nichts machen. Ich werde jetzt ein bisschen farmen gehen. Habe ich denn irgendwie. Okay, ich habe genug Platz. Remove Equipment. Bisschen rascheln. Verkaufen halt die Birnen. Toll. Die bringen jetzt auch so viel Geld ein. Mann, oh, das ist doch scheiße. Ihr werdet schon sehen, wenn wir genug von den Apfelbäumen haben. Ist auf jeden Fall nice dann, weil dann können wir schön viel Kohle machen. Aber jetzt brauchen wir erstmal genug Apfelbäume. Und die haben wir ja noch nicht, wir haben erst einen. Zum Glück ist der gewachsen, sonst hätte ich keinen Apfel jetzt. Man kann die jetzt auch essen. Aber das bringt irgendwie gar nichts im Spiel. Deswegen würdest du nicht essen. Außer wenn ihr mal keinen Platz habt und ihr wollt das nicht liegen lassen, könnt ihr dadurch essen. Ne? Warum immer noch Kastanien liegen, das weiß ich nicht. Das ist ja normalerweise der Herbst schon längst zu Ende, wie man hier sehen kann. Ach, letztes Mal oder vorletztes Mal war ja noch Herbst hier. Jetzt ist hier Winter. Hier stehe ich kalt und ich laufe mit T-Shirt rum. Genau wie im RL. Genau wie im RL, da laufe ich auch mal mit T-Shirt rum, weil ich doof bin. So. Nichts Vernünftiges hier. So, einpacken, einpacken. Zwei packen. Werden wir jetzt erstmal unsere 100er grabben. Da rein tun, jetzt nur noch zwei Platz. Fein. Danke. Toll, dafür kriegen wir jetzt wirklich nicht. Wirklich nicht viel. Aber soll's.
Geld ist Geld. Und wer geldgierig ist, der tut alles, damit er Geld, Kohle an Kohle rankommt. So wie ich. La. Verkaufen wir erstmal ein bisschen. Es ist zwar eine Möglichkeit, so an Kohle ranzukommen, aber es ist wirklich eine Möglichkeit, die ein bisschen länger dauert. Deswegen empfehle ich immer angeln oder halt Sachen ausgraben. Aber ich würde jetzt nicht so, ne? Und ich wollte in diesem Part noch etwas anderes machen. Das kann ich euch ja gleich mal zeigen. Und zwar werden wir uns jetzt nochmal eine Schaufel kaufen. Wir werden uns jetzt nochmal eine Schaufel kaufen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum will der Penner sich denn nochmal eine Schaufel kaufen? Der hat doch schon eine. Ja, ich weiß, das ist mir bewusst, dass ich eine Schaufel habe. Aber ich habe was vor. Das werde ich euch jetzt noch nicht verraten. Vielleicht wissen es einige Leute schon. Aber wenn ihr das erfahren wollt, dann schaut mal im nächsten Part oder im darauf Part nochmal vorbei. Und dann werdet ihr erfahren, was denn genau, ja, was ich mit der Schaufel will. Erstmal nehme ich eine Schaufel in der Hand. Zack. Jetzt mache ich ein Loch. Jetzt buddel ich eine Schaufel ein. Zack. Und ja, das war's schon. Seid überrascht, was dann mit der Schaufel, sage ich mal, passieren wird. Lasst euch überraschen. Also schaut auf jeden Fall in den nächsten Folgen vorbei, damit ihr es erfährt. Denn ich spoilere nicht. Ich bin ja nicht unverschämt. Hier ist noch ein Loch. Oh, geil, das ist sogar mal keine Falle. 2200 haben wir nur, das ist gar nichts, Mann. Voll Kacke. Und Fossil. Ein Schneeball. Das machen wir jetzt mal. Und zwar gibt es ja jetzt ist auf der ganzen Karte zwei Schneebälle. Hier ist einer davon. Die müssen wir jetzt groß machen und ihr wisst sicher, was passiert, wenn man Schneebälle macht oder wozu man Schneebälle macht. Das müssten jetzt eigentlich alle wissen und ja, das machen wir jetzt einfach mal. Jetzt können wir die auch schon rollen. Und den erst machen wir erstmal schön richtig groß. La 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 lo, 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 lo. Den machen wir erstmal schön groß. Und dann suchen wir, oder wir suchen jetzt schon mal den nächsten. Ne? Der muss ja irgendwo sein, so dann können wir mit dem Schneeball rumrollen. Ist ja kein Ding. Und darf bloß nicht ins Wasser fallen, weil dann habt ihr Pech gehabt. Aber man findet sehr oft Schneebälle, deswegen immer schön, wenn ihr Schneeball seht, den formen und einen neuen suchen. Es bringt es auf jeden Fall. Der ist jetzt schon ganz schön groß. Das ist doch mal schön. Oh, der wird immer größer, ey. Hat er eigentlich auch ein Ende? Wenn er sein Limit erreicht hat? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist er schon ziemlich dick. Das dicke Tier. Rollen, roll, 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 roll. Wir rollen einen Schneeball. Der ist eher so ein fetter Ball. Also das sieht nicht mehr aus wie ein Schneeball. Der ist ja ordentlich dick, du. Oh, das ist schwer, ey. Kack, Schneeball.
kann auch, wenn man in Vollkanne gegen den Baum rammt, der kann auch kaputt gehen. Deswegen immer schön vorsichtig sein, immer langsam. Und ja, hier setzen wir den erstmal ab und suchen gleich mal den nächsten. Der muss ja auch irgendwo sein. Deswegen renne ich jetzt einfach mal ein bisschen, damit ich ihn schneller finde und alles. Oh, ist noch ein Loch. Das ist immer auch keine Falle. Cool. Nein. Nein. Noch ein Fossil. Wenn ich es in diesem Part nicht mehr schaffe, die Fossile zu analysieren, werde ich es offscreen machen und die dann verkaufen. Oder eher nur analysieren und dann verkaufen. Im nächsten Part dann. Punchy. Ah, okay. Du wolltest mir nur Zeit hier plempern, damit ich den zweiten Schneeball nicht mehr formen kann. So, der muss doch jetzt hier irgendwo sein. Wo ist er denn? Hier oben irgendwo? Der kann auf jeden Fall nur auf dem Schnee spawnen, deswegen immer gucken, jetzt hier so. Was wollen die alle von mir? Und wenn man mich eine Woche auch nicht sieht, dann ist das ja normal. Den kenne ich ja noch nicht mehr. Pfeif du mal, du Pfeife. Ich muss doch irgendwo ein Schneeball sein, Mensch. Komm, wo bist du? Kackding, ich will den. Ich will einen Schneemann machen. Oh nein, es wird verraten. Oh, noch ein Loch. Das ist ja mal auch keine Falle. Ich sehe es nicht. Ah, cool. Wo bist du, du doofer Schneeball? Ich finde ihn irgendwann. Vielleicht unten am Strand. Ja, roll den doch nicht weg. Lass los. Da war irgendein Vieh. Hab ich auf jeden Fall nicht mehr gesehen. Wo bist denn du? Wo bist du, du Kackschneeball? Wo bist du? Hier vielleicht irgendwo. Mensch, hier muss doch irgendwo ein Schneeball sein. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass hier nichts ist. Ja, hier ist ja noch ein Loch. Oh Mann, unser Dorf sieht echt verpegt aus. Ich hab das früher oder manchmal mal aufgeräumt. Das hat dann mehrere Stunden gedauert. Das will ich euch jetzt hier nicht antun im Let's Play. Dass ich das irgendwie 10 Parts so lang mache, das ist ein bisschen langweilig. Was willst du denn von mir, ey? Es geht die ganze Zeit. Jeder will was von mir. Blabli und blub und bla. I like for you. It doesn't. Ah, du hast ein Date mit dem Boy, ja. Cool, jetzt ein Date. Wo ist hier der Kack Schneeball, ey? Da kannst du. Ich will einen Schneeball haben. Ich glaube, wir finden den doch nicht mehr. Verdammt. Nein! Och, Kacke. Das kann ich doch nicht sehen, du. Ich finde den echt nicht mehr, ne? Das ist unglaublich. Das ist ein. Halt, stopp. Genau, ein Halt, stopp. Ich finde ihn einfach nicht. Nee, nee, nee. Ich geb's auf. Ich finde ihn einfach nicht mehr. Gut, das war es mal wieder. Ich sag damit bye bye. Ich verabschiede mich erstmal. Mach ich das doch noch auf.
Ich verabschiede mich von euch, werde die Fossilien jetzt erstmal analysieren und wir sehen uns dann beim nächsten Animal Crossing Wald Worldport wieder. Und ja, ich sag ciao, ciao und wir sehen uns. Bis dann. Bye.